Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf Sie sehr herzlich begrüßen. Endlich wieder, möchte man sagen, zu einem Präsenzvortrag. Nicht, weil ich selber den Vortrag halten würde, sondern weil ich es so schön finde, mal wieder in Gesichter zu schauen und ein Publikum live vor mir zu haben, das sich freut auf einen Vortrag hier im Ägyptischen Museum zu unserer Serie Verbrechen im alten Ägypten. Wir haben zusammen mit vielen anderen staatlichen Museen hier im Kunstareal, darauf sind Sie hingewiesen worden, als Sie das Haus betreten haben, die Maskenpflicht noch ein wenig verlängert. Das liegt einfach daran, dass wir viele Leute haben, vor allen Dingen auch bei uns im Freundeskreis, im Förderverein, die auf der einen Seite sehr gerne wieder zu Präsenzvorträgen kommen möchten, aber auch mit gutem Grund noch vorsichtig sein wollen. Deswegen bitten wir um Akzeptanz, wir bitten darum, dass Sie das bei diesen Vorträgen auch tatsächlich weiterhin tun. Was wir darüber hinaus heute zum ersten Mal wieder einführen wollen, ist, dass diejenigen, die das gerne möchten, die sich das auch zutrauen, nachher noch ein wenig bleiben mögen, dann sicherlich auch ohne Maske vielleicht einen Schluck Rotwein oder einen Schluck Sekt trinken. Wir wollen ganz gerne wieder einmal im Monat ein Forum bieten, wo sich Mitglieder unseres Fördervereins, interessierte Besucher, die Mitarbeiter des Hauses für eine halbe Stunde, Stunde treffen, ein bisschen unterhalten können, ein paar Fragen klären können, die vielleicht noch vom Vortrag geblieben sind. Und das möchten wir Ihnen heute zum ersten Mal anbieten. Darüber hinaus darf ich Ihnen die Vortragende des heutigen Abends vorstellen, Frau Dr. Nora Kuch. Frau Kuch ist bei uns als Volontärin. Sie macht ein Volontariat bei den staatlichen Museen und Sammlungen. Das ist also eine Stelle, die zentral angegliedert ist. Und Frau Kuch hat aber ihren Hauptanteil ihres Volontariates hier bei uns, wird also ein Jahr bei uns sein. Frau Kuch hat in Heidelberg studiert, Ägyptologie, klassische Archäologie und Vor- und Frühgeschichte, hat dann in Wien promoviert zu einem Thema, ich habe mir den Titel deiner Arbeit tatsächlich nochmal aufgeschrieben, Ritualfragmente, Deponierungen fragmentierter Steingefäße als ritueller Handlungskomplex frühzeitlicher Bestattungspraktiken, Darstellungen und Rekonstruktionsversuche ausgehend von dem Nekropolenareal Operation 4 Helouan. Also sehr spannend. Da geht es um die schöne Feststellung, dass zerschlagene Töpfe, ich sage das jetzt mal ganz einfach, zerschlagene Töpfe nicht immer einfach nur aufgrund der langen Distanz in der Zeit kaputt gegangen sind, sondern dass da möglicherweise eben auch Rituale hinterstehen. Und diese hat Frau Kuch in ihrer Promotion untersucht, hat also tatsächlich auch einen archäologischen Background, hat viel Grabungserfahrung und hat diesen eben dann auch in ihrer Arbeit mit eingebracht. Sie hat darüber hinaus Erfahrungen in verschiedenen Institutionen. Sie hat Vorträge gehalten auf Fachtagungen, auch schon für populärwissenschaftliche Zwecke, könnte man sagen. Wir freuen uns sehr auf deinen heutigen Vortrag, liebe Nora, in der Reihe Verbrechen im alten Ägypten mit dem Titel Familienzwist, Auseinandersetzungen in der Götterwelt. The stage is yours. Viel Erfolg, viel Spaß. Ja, vielen Dank für die schöne Einführung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Und liebe Gäste, liebe Mitglieder des Freundeskreises und auch liebe Zuhörer zu Hause am Stream, ich freue mich sehr, den Auftaktvortrag für den ersten Präsenzvortrag halten zu dürfen. Wie schon angekündigt, geht es heute um Familienzwist und Auseinandersetzungen in der Götterwelt. Ich darf Sie also als weiteren Teil der Vortragsreihe Verbrechen im alten Ägypten, darf ich Sie heute in die Götterwelt geleiten. Der altägyptische Pantheon ist groß und wie in jeder guten Familie hängt auch dort ab und an der Haussegen schief. In der nächsten Stunde geht es also um Familienzwist und Auseinandersetzungen, die in einigen Fällen verbrecherische Ausmaße annehmen können.
Informationen darüber erhalten wir aus den altägyptischen Mythen, die so ihre ganz eigene Erzählweise und Struktur haben und auf die ich vorweg kurz eingehen werde. Doch worum geht es heute ganz konkret? Sogenanntes True Crime oder auch True Crime Erzählungen, also Berichte über wahre Verbrechen, sind zurzeit ein sehr erfolgreiches Genre von Streamingdiensten oder auch Podcasts. Darunter durchaus von renommierten Anbietern wie Netflix, dem ARD und auch dem Bayerischen Rundfunk. Ich habe mir daher erlaubt, die abstrakten Mythenerzählungen der alten Ägypter, die ja unsere Hauptquelle bilden, durch Elemente eines True Crime Reports zu veranschaulichen. Im Fokus stehen vier prägnante Fälle, denen wir mit etwas detektivischem Gespür auf den Grund gehen werden. Es geht um Rebellion, genauer um die Rebellion der Menschen gegen den Gott Re, den Brudermord des Seth an Osiris, den Erbstreit um die Thronfolge zwischen Horus und Seth sowie um die Erpressung der Götter durch ein gieriges Meer. Sie merken also bereits, in der Götterwelt geht es zuweilen recht derb und gewalttätig zu, wie es sich Agatha Christie wohl nicht hätte besser ausdenken können. Bevor wir uns nun aber den genannten Fällen zuwenden, sei an dieser Stelle noch einiges zum altägyptischen Mythos als solchem und zu den erhaltenen Quellen und deren Ausdeutung im Besonderen gesagt. Die Aktenlage ist nämlich mehr als verzwickt. Verständlicherweise ist eine Befragung von Zeugen in einem Kreuzverhör unmöglich und wir sind auf die schriftlich festgehaltenen Berichterstattungen angewiesen. Diese ist aber mehr als lückenhaft. Lagerungsbedingungen und der Zahn der Zeit haben ihr Übriges getan und den Erhaltungszustand maßgeblich beeinträchtigt. Und obwohl uns eine schiere Unmenge an religiösen Texten aus dem alten Ägypten vorliegt, sind die rein mythologischen Erzählungen doch eher selten. Dass ich Ihnen heute Abend dennoch Inhalte präsentieren kann, die wie ja eine fast schon fantastische Erzählung anmuten, das ist der Verdienst unermüdlicher ägyptologischer Forschungsarbeit. Nicht umsonst stellt die altägyptische Religionsforschung ein ganz eigenes Spezialgebiet dar. Schriftquellen werden zusammengetragen, übersetzt, editiert und interpretiert. Die Puzzleteile werden zusammengefügt und so ergibt sich der Anschein einer stringenten, nachverfolgbaren Erzählung. Doch wir müssen uns immer wieder vor Augen führen, dass diese Narrative in einer solchen Kohärenz eher die Ausnahme in den altägyptischen Mythenüberlieferungen darstellen. Das altägyptische Wort, das altgriechische Wort, Mythologia, also die Sagengeschichte, lässt uns an Erzählungen von Göttern und Heroen oder auch Fabeln denken. Allerdings kennt das Altägyptische gar keinen eigenen Begriff für Mythos. Jan Assmann zufolge ist aus den Quellen auch keine mannigfaltige und geschichtenreiche Tradierung greifbar, wie sie es zum Beispiel für das antike Griechenland bekannt ist. Assmann oder auch Siegfried Schott sprechen hier von der sogenannten Verborgenheit des ägyptischen Mythos. Denn, wie gesagt, liegen uns zwar massenweise Texte mit religiösen Inhalten vor, rein mythologisches ist aber eher spärlich. Nach Jan Assmann scheint es vielmehr einen einzigen großen Makromythos zu geben, bestehend aus der Kosmologie von Heliopolis, dem Mythos um den Sonnenlauf und dem Osiris-Mythos. Diese sind untrennbar ineinander verwoben und werden im Laufe der Zeit mit vielen für sich stehenden Lokalmythen umgeben. Die altägyptischen Quellen arbeiten aber hier ganz bewusst und gezielt mit nur einzelnen Ausschnitten, Szenen oder Bildern, über die lediglich auf den Gesamtkontext referenziert wird. Sie dienen also als Anspielung auf allgemein Bekanntes. Der Makromythos wird also tief im kulturellen Gedächtnis verankert und quasi als Allgemeinwissen vorausgesetzt.
Diese Referenzen dienen folglich als wirkmächtige Bilder, um zu erfassen, was die Welt im Innersten zusammenhält. Mensch, Gesellschaft und Kosmos werden zueinander in Beziehung gesetzt und besonders auch in gegenseitige Wechselwirkung. Die behandelten Themen scheinen uns dabei aber ganz weltlich. Es geht um soziale Beziehungen, wie zum Beispiel die Rivalität zwischen Osiris und Seth, Eltern-Kind-Beziehungen, wie die zwischen Isis und Horus, oder die Institution der Ehe, verkörpert in der untrennbaren Bindung zwischen Osiris und Isis. Dies alles wird thematisiert, ebenso wie Gerichtsbarkeit. Doch beginnen wir nun mit unseren Ermittlungen. In unserem ersten Fall begeben wir uns an den Anbeginn der Zeit, als die Götter noch auf der Erde herrschten und über die Menschen richteten. Mit dem Buch von der Himmelskuh liegt uns einer der wenigen Ausnahmen einer solchen narrativen Erzählung vor, wobei doch mehr in ihr steckt, als auf den ersten Blick deutlich wird. Denn es handelt sich um einen ethiologischen Text und liefert uns, und hier sei betont eine, von vielen altägyptischen Weltanschauungen. Es geht um menschliches Fehlverhalten, das zu nichts weniger führen wird als der Neuausrichtung des Kosmos. Und die Aktenlage dazu in diesem Fall ist recht gut. Der Text taucht erstmals im Neuen Reich, ungefähr ab der Nachamana-Zeit um 1300 vor Christus auf, geht aber wohl auf wesentlich ältere Erzählungen bereits aus dem Mittleren Reich zurück. Bekannteste Quellen sind unter anderem der äußere Schrein aus dem Grab des Tutanchamun oder die Darstellungen in den Königsgräbern im Tal der Könige, wie beispielsweise im Grab von Sethos I., wie hier gezeigt, oder auch von Ramses II., dem III. Und dem VI. Entschuldigung, bin noch ein bisschen erkältet. Doch wenden wir uns nun den Hauptbeteiligten zu. Es geht um den Gott Re. In dieser Kosmologie steht er an der Spitze der Götter. Und es geht um eine seiner Töchter, nämlich die Göttin Hathor. Hier unten in einer Darstellung aus den Beständen des Ägyptischen Museums. Eigentlich bekannt für ihren Wirkungsbereich der Liebe, Tanz und Musik, tritt sie uns hier aber in ganz anderer Gestalt entgegen. Als das feurige Sonnenauge oder auch in der Gestalt der löwenköpfigen Göttin Sachmet, ebenfalls wieder hier eine Statuette aus unserem Haus, in dieser Gestalt wird sie nun zum Rächer in unserem dramatischen Fall. Der Tatort ist die Wüste. Der Tathergang ist nun wie folgt zu rekonstruieren. Und so heißt es in den Texten: Nun geschah es, als Menschen und Götter noch vereint waren, da ersannen die Menschen Anschläge gegen Re, denn seine Majestät, also Re, war alt geworden. Wir erfahren also von einer Rebellion gegen den gealterten und daher wohl auch als schwach angesehenen Herrscher Re. Und dieser, erzürnt über dieses frevlerische Verhalten, beruft einen Götterrat ein und er trägt sein Ansinnen vor. Denn Re hat einen Beschluss gefasst und er will die Menschen bestrafen und vernichten. Und der Rat stimmt ihm zu. So begegnet uns bereits hier die von Aßmann erwähnte enge Verschränkung mythischer und realweltlicher Aspekte. Denn sogar das Handeln eines Gottes muss durch die Institution des Gerichts sanktioniert werden. Aber zurück zum Tatverlauf. Re entsendet nun Hathor, um die Menschen zu töten. Wie gesagt, nimmt Hathor dazu eben die Gestalt der Sachmet an, eine blutrünstige Löwin, und tötet bereits einen Teil der Menschen. Die Überlebenden fliehen in die Wüste. Dazu berichtet der Text weiter: Das Land war getränkt vom Blut und dem Leid der Menschen, die voller Respektlosigkeit gegenüber Re und den Göttern gewesen waren. Und Hathor fand Gefallen an ihrem Werk. Re hingegen bekommt nun doch irgendwie Mitleid mit den Menschen und will das Töten beenden. Die in Rage versetzte Hathor ist aber kaum zu bändigen. Und nur mit einer List kann Re weiteres Töten verhindern.
So lässt Reh nun 7000 Maß an Bier brauen und mit Ocker rot färben, sodass es aussieht wie Blut. Und das Gebräu wird in die Wüste gebracht, wo Hathor immer noch in der Gestalt der Sachmet schläft. Als sie erwacht, trinkt sie durstig von diesem vermeintlichen Bier, um ihren Blutdurst zu stillen. Und berauscht von dem vielen Bier fällt sie wieder in einen tiefen Schlaf und die Menschheit ist gerettet. Aber Reh, enttäuscht von dem respektlosen Verhalten der Menschen, verlässt die Erde auf dem Rücken der Himmelskuh. Das ist eine Manifestation der Himmelsgöttin Nut. Und seit diesem Tage ist die Welt in drei Sphären getrennt. Den Himmel als Residenz der Götter, die Erde, auf der die Menschen nun ohne göttlichen Schutz leben, und das Jenseits. Ich habe diesen Fall nun an den Anfang unserer Erzählungen gestellt, da hier noch die weltliche und die göttliche Sphäre miteinander verbunden sind. Das Verbrechen richtet sich hier eher gegen die Menschen und der eigentliche Familienzwist der Götter besteht hier aus der List, durch die der Gottvater Reh seine eigene Tochter außer Gefecht setzt. Doch wenden wir uns im Folgenden nun gänzlich der Götterwelt und dem Familienzwist par excellence zu, dem Mord an Osiris und den nachfolgenden Erbstreitigkeiten um die Thronfolge. Im Fokus unserer Observierungen steht dazu die Götterfamilie von Heliopolis. Heliopolis liegt unweit der altägyptischen Hauptstadt Memphis und ist heute fast gänzlich durch das moderne Kairo überbaut. Dem Mythos nach entstieg an diesem Ort der Gott Atum aus den Urgewässern, das nun und ließ sich hier auf einem Urhügel nieder. Heliopolis wird damit zum Entstehungsmittelpunkt der altägyptischen Welt und ist seit der Frühgeschichte durch alle Epochen hindurch kultisches Zentrum. Atum gilt in dieser Version als Allvater und steht an der Spitze der heliopolitanischen Götterfamilie. Hauptberuflich Schöpfergott erschafft er die Welt und auch seine Kinder aus sich selbst heraus. Seine Kinder, das sind Schu der Luftgott und Tefnut die Feurige. Als lichterfüllter Luftraum verkörpern sie damit die ersten Urelemente. Und aus ihrer Verbindung wiederum gehen auch zwei Kinder hervor. Der Erdgott Geb und die Himmelsgöttin Nut, die wir ja bereits schon in ihrer Form als Himmelskuh kennengelernt haben. Es ist aber besonders die nächste Generation, die im Zentrum unserer Beobachtung stehen wird. Es handelt sich um die Geschwister Osiris und Isis, Nephthys und Seth. Und aus diesen Reihen der Götterneunheit, auch Enneade genannt, entstammen unsere Zeugen, Verdächtigen und Täter. Manchmal wird auch noch Horus hinzugezählt, dann sind es eigentlich eher 10, aber er ist eben als Sohn von Isis und Osiris der Erbe der Familiendynastie, aber dazu später mehr. In unserem zweiten und weiterführend auch im dritten Fall versuchen wir, die Wirren der heliopolitanischen Familienzwistigkeiten zu ergründen. Es geht um Mord, um Rache und Gerechtigkeit. Genauer um die Ermordung des Osiris durch seinen Bruder Seth und wie dadurch erstmals Feindschaft und Tod in die Welt kamen. Die Hauptbeteiligten sind also Seth. Er ist der Bruder des Osiris, er ist Gott des Chaos und Herrscher der Wüste und er ist eher, sagen wir, mit einem ambivalenten Charakter versehen. Und meist führt er auch nichts Gutes im Schilde. Dann ist da Isis, die Schwester und Gemahlin des Osiris. Sie gilt als Zauber- und listenreich und wird als die Muttergottheit schlechthin auch über Ägypten hinaus verehrt. Und natürlich Osiris. Hier in seiner späteren Form als Totengott ist Osiris zwar ein Gott, er gilt aber nach Jan Assmann im Sinne weltlicher Staatsideologie als Urbild des Königs. Jeder Zoll ein Herrscher, im königlichen Ornat mit Krone, Krummstab und Wedel
fungiert er als politischer Herrscher, erst über die Menschenwelt, dann in der Unterwelt. Ebenso steht Osiris in einer genealogischen, legitimierten Herrscherabfolge, in der das Königsamt vom Vater auf den Sohn übergeht. Wie wir bereits aus dem Buch der Himmelskuh erfahren haben, war ja Re oder auch Atum-Re der erste Herrscher. Nachdem er in den Himmel gegangen war, wird sein Sohn Shu der nächste Herrscher. Und anschließend geht das Königsamt auf dessen Sohn, nämlich auf Geb, über. Und der vererbt es wiederum an Osiris. Somit erhält die Herrschaft der Götter auf Erden eine ganz weltliche, territoriale wie politische Dimension. Doch sehen wir uns die vorhandenen Fallakten näher an. Die Aktenlage ist dabei mehr als verzwickt. Denn ausgerechnet dieser Mythos wird in den ägyptischen Quellen nie zusammenhängend erzählt. Und besonders das Tötungsdelikt selbst findet keine einzige Erwähnung. Neben Verweisen, Anspielungen und Metaphern aus der Funerärliteratur gibt es lediglich einen etwas längeren Text. Er stammt von einer Stele der 18. Dynastie und datiert ungefähr zwischen 1550 und 1200 vor Christus. Die Stele, heute im Louvre, liefert uns erste Indizien. So heißt es hier: Heil dir, Osiris, Herr der Ewigkeit, König der Götter, dessen Amt von Dauer ist, dessen Regierung wohl begründet. Isis, die Wohltätige, die ihren Bruder beschützt, die ihn unermüdlich sucht, die dieses Land in Trauer durchwandert. Sie bleibt nicht stehen, bis sie ihn gefunden hat. Sie ist es, die ihm mit ihren Federn Schatten und mit ihren Flügeln Luft spendet. Die, die Rituale vollzieht und ihren Bruder begraben lässt. Sie ist es, die das Zusammengesunkene in dem Gott mit dem versagenden Herzen wieder aufrichtet, seinen Samen herauszieht, einen Erben zeugt und das Kind in der Einsamkeit säugt, ohne dass jemand weiß, wo es war. Was erfahren wir also? Wir lesen von einer trauernden Isis, die Osiris sucht und begraben lässt. Die Todesumstände werden nicht genannt. Wir erfahren von einem Zeugungsakt sowie von der Aufzucht eines Kindes ganz im Geheimen. Erhellend wird das alles allerdings erst unter der Hinzunahme der klassischen Autoren, insbesondere Diodor oder Plutarch. Mit Diodor und Plutarch aus dem ersten vor- bzw. dem ersten nachchristlichen Jahrhundert sind wir aber auf ja nur bedingt glaubhafte Zeugen angewiesen, denn sie selbst kennen nur Berichte aus dritter Hand oder vom Hörensagen. Aber es hilft ja nichts. So berichtet Plutarch, dass Seth voller Neid gegen Osiris ist und die Herrschaft über Ägypten an sich reißen will. Dazu hat Seth mittlerweile eine Schar von 72 Mitverschwörern rekrutiert und er verfolgt einen Plan. Er hat, ganz heimlich, die Körpermaße seines Bruders Osiris ausgemessen. Und in der entsprechenden Größe lässt er nun eine exquisite Kiste anfertigen. Vermutlich ist hier ein Sarg gemeint. Seth bringt also diese Kiste zu einem großen Götterbankett mit. Und während die Gäste hier in Bewunderung verfallen, verkündet Seth, dass er diese Kiste demjenigen schenken wird, der hineinpasst. Einer nach dem anderen versucht also, sich hineinzulegen und wie zu erwarten, passt halt nur Osiris hinein. Als Osiris sich nun hineinlegt, wird der Deckel zugeschlagen, die Kiste versiegelt und ins Meer geworfen. Diese treibt nun bis nach Byblos, im heutigen Libanon, und verfängt sich dort in den Wurzeln eines Baums. Isis, Schwester und Gemahlin des Osiris, die davon erfährt, begibt sich auf die Suche und kann die Kiste auch aufspüren. Als Seth nun davon erfährt, reißt er die Kiste an sich und in der Raserei tötet er Osiris, zerstückelt den Leichnam und verstreut die Teile über ganz Ägypten. Und hier, erst an dieser Stelle, setzt nun der Text der zuvor gezeigten Louvre-Stele ein. Und auch Plutarch berichtet von der Suche der Isis, die alle Körperteile des Osiris aufspüren kann. Oder zumindest fast alle. Denn das pikante Detail posthumer Zeugung wird von Plutarch genauestens beschrieben.
Dazu schreibt er: Das einzige Körperteil des Osiris, den Isis nicht gefunden habe, sei das Schamglied gewesen. Es sei sofort in den Fluss geworfen worden und von ihm hätten gefressen der ägyptische Karpfen, die Meeresche und der Oxyrhynchos-Fisch. Osiris habe also einen Ersatz und eine Nachbildung anfertigen und weihen lassen. Die ägyptischen Quellen schweigen hierüber. Und obwohl es sich um eine der wichtigsten Kernszenen handelt, wird lediglich durch ein einziges Bild auf den Mythos und seine Tragweite verwiesen. Beispielsweise hier im Sethos-Tempel von Abydos. Wir sehen hier Osiris, wie er zu beleben, dass sie ein Kind von ihm empfangen kann. Es ist Horus, der später als Rächer und Thronerbe seinen eigenen Mythos bekommt. Diesen Mythos sehen wir uns jetzt an. In diesem Mythos um Horus und die Erbstreitigkeiten um Thronfolge wollen wir quasi hier in Fortsetzung als dritten Fall behandeln. Die Aktenlage ist wiederum mehr als vertrackt. Obwohl es sich um eine der längsten mythologischen Erzählungen des Neuen Reiches handelt, lässt sich aus den erhaltenen Quellen nur schwer ein einheitlicher Tatbericht rekonstruieren. Wiederum wird mit Bildern gearbeitet, wie zum Beispiel hier an der Thronwange von Sesostris I. Er zeigt Horus und Seth jeweils mit der Lotus- und der Papyrusstaude als Symbol der beiden Landesteile von Ober- und Unterägypten. Die Stängel werden hier um die Hieroglyphe der Luftröhre und der Lunge verknotet und diese Hieroglyphe bedeutet nichts weniger als verbinden und vereinigen. Als Belege finden sich andererseits auch Texte, wie der dramatische Ramesseum-Papyrus oder aber auch eben Bildszenen, zum Beispiel in monumentaler Ausführung am Horus-Tempel von Edfu, von denen werde ich später noch ein paar zeigen. Fündiger werden wir auch im Papyrus Chesterbeti I, Kolumne 1 bis 16, in dem nämlich größere Ausschnitte des komplexen Erbstreits erhalten sind. Die Hauptbeteiligten in diesem Fall sind Horus, der nun als Ankläger den Erbstreit vor Gericht bringt. Es geht hier also um die Regelung der Thronfolge nach dem Tod des Osiris. Seth, hier nun der Angeklagte, wird bezichtigt, sich zu Unrecht des Throns bemächtigt zu haben. Das Gericht besteht aus der bereits erwähnten Neunheit von Heliopolis, allerdings in einer Lokaltradierung mit Re an der Spitze. Aber auch andere Götter, wie zum Beispiel Hathor oder Thoth als Schriftführer, sind involviert. Die Ausgangslage ist nun wie folgt. Osiris wurde durch Seth ermordet. Paradoxerweise wird Osiris nun als Toter unsterblich und herrscht fortan über die Unterwelt. Seth nimmt den Platz des Osiris unter den Lebenden als neuer Herrscher ein. Isis, die zuvor, wie gesagt, für einen ganz kurzen Moment Osiris wiederbeleben und ein Kind empfangen konnte, sucht nun Zuflucht im Papyrusdickicht. Hier kann sie unbemerkt Horus zur Welt bringen und aufziehen. Mit dem vorliegenden Fall sind wir also in der Zeit etwas vorangeschritten und wir begegnen dem mittlerweile herangewachsenen Horus. Nachdem nun der Osiris-Mythos die Zerstörung und Wiederherstellung des leiblichen Körpers thematisiert hatte, soll nun durch Horus, den Sohn, auch der soziale Status von Osiris restituiert werden. Ehefrau und Sohn übernehmen also wesentliche Rollen und sind wichtige Akteure, wenn es darum geht, die körperliche sowie die soziale Präsenz des Osiris wiederherzustellen. Aber sehen wir uns nun den Tatverlauf etwas näher an. Im ersten Akt zieht Horus also vor das Gericht der Götternanheit und erlebt hier eine erste Schlappe. Denn Re, also der oberste Richter, hält ihn einfach für zu jung. Er ist schließlich in seinen Augen noch ein Kind. Es kommt hier nun zu längeren Tiraden, die ich Ihnen etwas ersparen möchte. Ich fasse das zusammen. Denn die beiden Kontrahenten argumentieren, wer denn nun der geeignetste sei. Horus plädiert selbstverständlich für sich und das Recht des Erben.
Das Amt des Königs ging ja schon immer von dem Vater auf den Sohn über. Seth hingegen sieht sich als nächsten Verwandten mit der notwendigen Stärke und Überlegenheit im Recht. Die Götterneunheit, eher etwas wankelmütig, kann sich nicht so richtig entscheiden und lässt sich mal auf die eine Seite, also die von Horus, oder auf die Seite des Seth ziehen. Als sich schließlich Isis einschaltet und für ihren Sohn plädiert, kommt es zum Eklat. Die Götter beschimpfen sich sogar. Und einer der Götter wird mit dem Ausruf, dein Schrein ist wohl leer, bedacht, was vermutlich so viel weint wie, er habe nicht mehr alle Tassen im Schrank. Und auch Seth, der Angeklagte, erbost sich so sehr und droht den Göttern Gewalt an, sollte Isis nicht in ihre Schranken gewiesen werden. Isis wird daraufhin von weiteren Verhandlungen ausgeschlossen und der Tagungsort wird auf eine geheime Insel verlegt. Isis lässt sich jetzt aber nicht so leicht abwimmeln und sie verschafft sich natürlich Zugang zur Insel. Sie besticht den Fährmann mit einem goldenen Ring und Kuchen und lässt sich zur Insel übersetzen. Dort angekommen wendet sie eine List an. Verkleidet macht sie Seth schöne Augen und stellt sich ihm als verzweifelte und hilflose Witwe eines Viehhirten vor. Und sie tischt ihm folgende Geschichte auf. Ihr Mann sei verstorben. Und ihr Sohn kümmere sich nun um Haus und Vieh. Aber nun, so spinnt Isis die Geschichte weiter, nun werden sie und ihr Sohn durch einen bösen Fremden bedroht, der danach trachtet, alles an sich zu reißen und ihnen Haus und Vieh wegzunehmen. Seth, betört von der Schönheit der Witwe, empört sich nun über dieses schändliche Verhalten, das er da zu hören bekommt, und ergreift hier ganz instinktiv Partei für den Sohn. Dieser, so sagt Seth, solle sich ein solches Verhalten doch bitte nicht gefallen lassen. Da gibt sich Isis nun zu erkennen und verspottet ihn, denn die Geschichte war ja nur erfunden und sollte als Vergleich und Analogie dienen, um den Anspruch von Horus auf den Thron zu untermauern. Indem Seth nun das Unrecht in der erfundenen Geschichte anerkannt hat, hat er sich zugleich in den Streitigkeiten um Osiris Nachfolge für Horus und damit gegen sich selbst ausgesprochen. Die Verhandlungen werden erneut verlegt. Diesmal ist der Tatort die Wüste. Und der dritte Akt beginnt nun gleich mit einer Beschwerde. Oft sind Gerichtsverfahren ja als langwierig und bürokratisch verschrien und so auch schon in mythischer Zeit. So beginnt die nächste Runde des Verfahrens mit einer Beschwerde durch Re und Artum. Die Verhandlungen ziehen sich schon viel zu lange hin und die Richter mögen doch bitte nun endlich zu einer Entscheidung kommen. Falls nicht, werden sie Horus das Königsamt eigenmächtig zusprechen. Und auch Seth reißt so langsam der Geduldsfaden und ergreift seinerseits die Initiative. Er fordert nämlich einen Zweikampf. Die Quellen haben Seths Worte dazu erhalten und so sagt er, lass uns die Gestalt zweier Flusspferde annehmen und hinabtauchen in die Fluten inmitten des Ozeans. Der aber, der sich im Zeitraum dreier voller Monate wieder zeigt, dem soll das Amt nicht gegeben werden. Meint also, wer zuerst wieder auftaucht, hat verloren. Und wie gesagt, so auch getan. Nach einer Weile, die Kontrahenten verharren still unter Wasser, beginnt Isis sich zu sorgen. Sie fertigt nun eine Harpune an und schleudert sie gegen die Nilpferde. Trifft dummerweise aber ihren eigenen Sohn. Erst im zweiten Versuch trifft die Harpune ihr Ziel. Der verletzte Seth heult auf und appelliert an Isis, seine Schwester, er möge doch gnädig sein und die Harpune entfernen. Und nun ist es an Isis, wankelmütig zu werden und sie gerät selbst in die Fallstricke der Familienbande. Und tatsächlich, sie lässt sich erweichen und entfernt die Harpune aus Seth. Und jetzt ist es wieder Horus, der in Raserei verfällt. Er fühlt sich von seiner eigenen Mutter derart betrogen, dass er aus dem Wasser springt und Isis den Kopf abschlägt. Isis verwandelt sich daraufhin in eine Statue und Horus flieht, den Kopf noch in der Hand, in die Berge. Unser nächster Tatort sind also die Berge. Die Götterneunheit stellt Horus nach und versucht, ihm habhaft zu werden. Denn Re ist sehr erbost und will Horus für seine Taten bestrafen. In den Bergen ist es nun aber ausgerechnet Seth, der Horus zuerst findet.
und als Strafe reißt der Horus die Orgen aus. Seth kehrt nun zurück zu Re und dem Gericht und verschweigt aber das Geschehene, denn er hält Horus für tot und hofft nun endlich selbst König zu werden. In der Zwischenzeit trifft nun aber Hathor, die ja auch mit den anderen in den Bergen war, sie trifft nun den verletzten Horus. Und sie kann ihn heilen und lässt seine Augen nachwachsen. Und auch Isis kann sich nun erholen. Der Zweikampf ist also gescheitert und das Göttergericht legt den Kontrahenten nahe, nun doch bitte mal Frieden zu schließen. Wir blenden also zu einem weiteren Tatort über. Ist noch nicht vorbei. Denn Seth lädt Horus nun ein, einen schönen Tag in seinem Haus zu verbringen. In der Nacht kommt es jedoch zu einem sexuellen Übergriff. Seth versucht so, Horus zu entehren, als Geächteten zu unterwerfen und sich dadurch das Thronrecht zu sichern. Horus kann dies aber verhindern und wehrt sich. Während des Übergriffs gelingt es Horus nämlich, den Samen des Seth aufzufangen und bringt diesen zu seiner Mutter Isis. Und die wendet erneut eine List an. Sie geht in aller Morgensfrühe in Seths Küchengarten. Dort spricht sie mit dem Gärtner über das Gemüse, welches Seth wohl gewohnheitsmäßig jeden Morgen essen wird. Dazu heißt es in dem Text: Welches Gemüse ist es denn, das Seth hier bei dir isst? Da sagt der Gärtner zu ihr: Er isst außer Lattich keinerlei Gemüse bei mir. Und Isis gibt nun den Samen auf diesen Lattich. Nach dem Frühstück, Seth hat diesen Lattich mit dem Samen jetzt verspeist, ist er im Glauben, endlich einen Triumph gegen Horus zu erzielen und geht mit ihm zurück vor das Gericht. Dort prahlt er mit seiner grausamen Tat. Der Text berichtet hierzu: Das Götterkolloquium geriet in gewaltige Unruhe und spie vor Horus aus, worauf Horus aber sie alle verlachte und wie folgt bei Gott schwor: Alles, was Seth sagt, ist unwahr. Lass den Samen aufrufen, damit man sieht, von woher er antworten wird. Und ja, Sie haben richtig gehört. Der Samen des Seth soll tatsächlich als Zeuge befragt werden und wird gebeten, hervorzukommen. Nun geht ja Seth davon aus, dass sich sein Samen in Horus befindet. Hat er ihn ja in der Nacht überfallen. Und er will dadurch seine Tat und den Sieg über Horus beweisen. Tatsächlich befindet sich der Samen aber in Seth, denn wie wir ja gehört haben, hat er ihn zum Frühstück mit dem Gemüse gegessen. Und es kommt nun, wie es kommen musste: Als Todd den Samen in den Zeugenstand ruft, kommt dieser überraschenderweise aus Seth hervor. Dadurch ist es Horus gelungen, die Situation also umzukehren, und Seth erscheint hier als der Geschändete und damit als der Unterlegene. Nach diesem pikanten Zwischenfall ist es nun im vierten und letzten Akt an Horus, einen Wettkampf zu fordern. Er will ein Wettrennen mit Schiffen veranstalten, allerdings sollen diese aus Stein sein. Und hier eröffnet sich uns nun eine spannende Beobachtung. Horus hat durch die leidlichen Erfahrungen nämlich viel dazugelernt und hat sich zu einem starken und unabhängigen Kontrahenten entwickelt. Zu Beginn, wie wir gehört haben, war er noch verhalten und hat viel durch die Unterstützung seiner Mutter erreicht. Nun ist er aber selbstsicher, und zwar so sehr, dass er aktiv einen Zweikampf fordert und darüber hinaus nun selbst eine List anwendet. Im Text heißt es dazu: Da bastelte sich Horus ein Schiff aus Tannenholz, überzog es mit einer Stuckschicht und ließ es des Abends zu Wasser, ohne dass dies aber auch nur irgendjemand gesehen hätte. Da erblickte nun Seth das Schiff des Horus, hielt es für steinern und ging ins Gebirge, schnitt sich einen Berggipfel ab und bastelte sich ein steinernes Schiff von 138 Ellen. Alsdann stiegen sie in ihre Schiffe angesichts des Götterkolloquiums und Seths Schiff versank im Wasser. Seth verwandelt sich daraufhin wieder in ein Nilpferd und wird von Horus attackiert, wie hier zum Beispiel in einer Darstellung am Edfu-Tempel. Aber auch dieser Wettstreit bleibt ohne Ergebnis.
Und es ist nun an Todd, der mit der Idee aufwartet, doch einfach Osiris entscheiden zu lassen. Denn wer, wenn nicht der alte Herrscher, hätte denn das Recht dazu? So wird nun ein Brief an Osiris verfasst und dieser plädiert, wie könnte es auch anders sein, zugunsten seines Sohnes Horus. Osiris schreibt diesen Brief eben an Re und betont seine eigene Vormachtstellung vor allen Göttern mit folgenden Worten. Warum schädigt ihr meinen Sohn Horus, obwohl ich es bin, der eure Macht, der euch Macht verliehen hat? Und ich der bin, der Gerste und Emma hervorbringt, um die Götter am Leben zu erhalten, ebenso wie die Lebewesen auf dem Rücken der Götter. Was sonst kein Gott noch keine Göttin je vermocht hätte. Osiris empört sich also in einem Briefwechsel über das Göttertribunal und ihre Entscheidungsunfähigkeit. Nach einigem Hin und Her und einigem Widerspruch, besonders durch Re, der sich in seiner Machtstellung durch Osiris bedroht sieht, stimmt die Götterneuheit schlussendlich aber doch noch zu. Und Horus wird das Thronrecht zugesprochen. Und erstaunlicherweise beugt sich auch Seth diese Entscheidung. So heißt es im Text. Alsdann brachte man Horus, der Isis-Sohn, setzte ihm die weiße Krone aufs Haupt, geleitete ihn zum Thron seines Vaters Osiris und sagte zu ihm, du bist der vollendet entstandene König des geliebten Landes. Du bist vollendet erstandener Herr, lebendig, unversehrt und wohlauf jeden Landes von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das Götterkolloquium ist in Festlaune, der Himmel von Freude erfüllt. Sie alle schwangen die Kränze, da sie Horus sahen, zum großmächtigen Herrscher Ägyptens erhoben, der lebendig ist, unversehrt und wohlauf. Des Götterkolloquiums Sinne sind beseligt, das ganze Land ist in Lobpreis, da sie Horus sahen, der Isis-Sohn, wie ihm vererbt ward das Amt seines Vaters Osiris. Zusammengefasst dauert dieser göttliche Rechtsstreit über 80 Jahre. Und erst durch das Machtwort des früheren Herrschers Osiris lässt sich die Götterneuheit überzeugen. Und hier zeigt sich erneut und in ganz bezeichnender Weise, welchen besonderen Stellenwert Gericht und Rechtsprechung im alten Ägypten hatten. Die gewaltsamen Ausbrüche und Zweikämpfe, der ganze Familienzwist, all das führt zu nichts und bleibt schlussendlich ohne weitere Konsequenz. Die Entscheidung obliegt allein der institutionalisierten Rechtsbarkeit des Göttergerichts. So, nach diesem doch etwas komplexen und hin und wieder auch verwirrenden Fall wenden wir uns zum Abschluss dem vierten Fall unserer Verbrechensserie zu. In der Erzählung um Astarte und das göttliche bzw. das unersättliche Meer geht es um Gier, Erpressung und die Bedrohung der Welt als solche und um einen Cliffhanger. Der hieratische Text, beziehungsweise die Aktenlage ist hier etwas problematisch, denn der Papyrus ist sehr stark fragmentiert. Der hieratische Text datiert in die Zeit Amenophis II. Um 1400 vor Christus und ist aus zwei zusammengehörigen Papyri zu rekonstruieren. Einerseits Papyrus Amherst 9, sowie Papyrus Bibliothek National 202. Doch die Vorlage zu diesen Erzählungen entstammen vorderasiatischen Wettergotterzählungen, besonders aus Ugarit und dem Hethiterreich. Die Hauptbeteiligten sind alte Bekannte. Es handelt sich um den Gott Ptah, Seth oder auch Nut und Geb. Yam tritt hier als Personifikation des Meeres auf. Und Astarte, die hier als Tochter des Ptah erscheint. Mit der Göttin Astarte wird nun auch eine entfernte Verwandte in den ägyptischen Familienzwist hineingezogen. Ursprünglich Teil nordwestsemitischer Götterwelten, besonders im syrisch- und palästinischen Raum, wurde sie in der Erscheinung einer jungen Frau als Kriegs- und Liebesgöttin verehrt. Durch verstärkte Kulturkontakte Ägyptens zu den umliegenden Großreichen kommt es im Neuen Reich zu vielfach synkretistischen Adaptionen und besonders Anleihen aus dem kanaanitischen Raum finden auch ihren Weg nach Ägypten. So auch die Verehrung der Astarte, hier in einer ägyptischen Version.
Und angeblich hat sogar Amenophis II. Höchstpersönlich durch seine eigene Vorliebe für Pferde zu ihrem Kult in Memphis beigetragen. Aber sehen wir uns nun die Geschehnisse und den Tathergang näher an. Yam, das Meer, fordert von den Göttern nun Tribute und es droht damit, Himmel, Erde und Berge zu verschlingen, falls es diese Tribute nicht erhält. Astarte, hier als Tochter des Ptah, wird nun ausgewählt, um die Tribute zu überbringen, aber das Meer, gierig und unersättlich, lässt sich davon kaum beeindrucken. Vielmehr will es nun Astarte selbst zur Frau. Zudem fordert es den Siegelring des Geb und den Halskragen der Nut, was nicht weniger bedeutet als die Herrschaft über Himmel und Erde selbst. Die Götter begehren nun auf und es bekommt zum Kampf. Doch wie der Cliffhanger in einer Filmfortsetzung bricht hier der Text just ab. Gänzlich unvermutet findet sich aber ein Hinweis über den Ausgang des Kampfes an ganz anderer Stelle, nämlich auf dem Papyrus Hirst. Diese Sammelhandschrift umfasst Rezepte und magisch-medizinische Sprüche zur Behandlung der sogenannten asiatischen Krankheit. Und vermutlich ist damit Lepra oder Beulenpest gemeint. Einige dieser Sprüche, durch den diese Krankheit eben auf magische Weise besiegt werden soll, endet mit folgenden Worten. So heißt es dort: So wie Seth das Meer bezwungen hat, so wird auch Seth dich, du asiatische Krankheit, bezwingen. Das heißt, der Spruch setzt hier wiederum Kenntnis über die Astarte-Erzählung voraus und liefert uns zugleich auch das Ende der Geschichte. Als Gott der Wüste und des Fremdlandes ist Seth natürlich prädestiniert, um den Kampf gegen das Meer aufzunehmen. Über die Details erfahren wir nichts, aber scheinbar geht Seth als Sieger aus diesem Kampf hervor. So, damit wäre ich dann für heute auch beim Fazit angelangt. Die vier Fälle waren doch etwas umfangreich und nach eingehender Prüfung der Aktenlage, Zeugenprotokolle und den Tatberichten können wir uns doch ein recht gutes Bild über den Familienzwist in der altägyptischen Götterwelt bilden. Und am Ende stellen wir fest, wie es auch Frau Verhoeven-Treffen zusammenfasst, gerade die ägyptischen Götter sind es doch, sie sind menschlich in ihren Regungen, zu ihren Rollen gehören väterliche, mütterliche oder kindliche Verhaltensweisen, Begierde, Stolz, Verletztheit, Freude und Trauer, Altersschwäche, Krankheit und Tod. Damit bedanke ich mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit.